So, suchen wir den gelben Punkt. Nose. Scheiße. Geh mir aus dem Weg, ihr Zivilisten. Nee, ich bin jetzt lieb, ich töte keine Zivilisten. La-da-da, la-da-da. Rüber die Taxi springen. Der Zivilist schon, die Zivilisten schon im Weg. Ich nenne sie Cheryl. Einfach so, weil ich gerade Lust habe. Ich habe Cheryl überrannt. Oh mein Gott, bin ich böse. Ich glaube, da muss ich hoch. Yay, der gelbe Punkt kommt näher. Yay, hurra, die Freude ist unermesslich. Was steht da? Mac Rusley. Was ist das? Yay, so ein blaues Ding. Ein Landmark Collect. Scheiße, ich wollte den Rückwärtssalto machen. Yeah, jetzt hat's doch geklappt. Und nochmal. Ah nein, scheiße. Aber jetzt wird er klappen. Huah! Yeah! Und jetzt machen wir es gleich nochmal. Yeah. Ich wollte eigentlich ins Ziel springen, aber das war zu weit. Starten wir die Mission. Die nächste. Was bringt uns die nächste Mission? Does the name Karen Parker ring any bells? Or it should. She was close to you. An ex-girlfriend. I have her address in the laptop. Get to her before the military makes her disappear. But if I can find this lead, you can bet they will too. Alex, be careful. Okay, gehen wir unsere Ex-Freundin finden. Ob die wohl sehr begeistert ist, wie ich jetzt gerade bin? Wer weiß, wir werden es gleich herausfinden. Dahin muss ich. Wie hoch ist das Gebäude? Okay. Alter! Wow! Yay! Bam! Jetzt habe ich etwas kaputt gemacht. Oh no. So, hier. Und dann hier rüber. Und dann hier könnte man noch was tun. Ich müsste mal jemanden konsumieren, weil... Nee, das ist es nicht. Aber ich habe nur die Hälfte meines Lebens, fällt mir gerade auf. So, hier rüber. Und den Rückwärtssalto einfach so, weil wir es können. Nose. Hier. Und lieber verwandeln. Scheiße, es war zu spät. Du dreckiger Helikopter. Also machen wir jetzt so. Und dann so. Und machen wir... Woo! Schnell rein da. Karen Parker. I thought you were dead. I shouldn't. Right now we need to get out of the military cordon. You need to get us a vehicle. A military one, if possible. It's the only way we'll be able to get out of the district. That red stuff is spreading fast, person to person, building to building, street to street. It has to be connected to Elizabeth Green. Oh mein Gott. Captain Charles Conley. Was gibt der uns für eine Erinnerung? Parker, Karen I. DOB 1176. Doctorate Genetics, Rutgers University, 72-2003. Hired Gentech, Special Projects, 21-2002. Director, Genotyping, Level D Access, reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J., wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base 6 Charlie Alpha 1. Aha. Jetzt sollten wir einen Abgang machen. Oh nee. Verfolgen uns schon wieder solche... Ja, einer verfolgt mich. Hurra.
Wir verwandeln uns sicherheitshalber lieber zuerst mal. Geh weg von mir. Ich mag dich nicht. So, dann gehen wir hier rüber. Und dieses Haus hier hinhoch. Hinhoch. Geiles Wort, Xenias. Du findest immer geile Wörter. Oh, und Rückwärtssalto. So. Okay, wir brauchen einen Panzer. Irgendwo. Was haben wir hier hinten? Das Geile finde ich einfach, die KI ist so schlau, wenn einer von ihren Leuten ein Gebäude hochrennt, dann ist es eigentlich völlig normal. Okay, den absorbieren wir. Base infiltration to access the bla bla bla, you need to consume commander and assume his... alles klar. Use a stealth consume to dis... Ja, und hier sind keine dieser Dinger. So, mal schauen, wie wir das hinkriegen. Yeah, und wir haben einen absorbiert, ohne dass irgendeiner es gecheckt hat. Ich bin so awesome, ich bin voll Metal Gear. Voll Splinter Cell Metal Gear. Snake Sam. Oh, ich liebe Base Infiltration. Jetzt müssen wir diesen, diesen Typ da. Der da hinten. Den müssen wir absorbieren, damit wir, erfahren, wie man denn einen Panzer fährt. Der steht hier gerade so schön alleine rum. Und schon haben wir es absorbiert. Welcome to the Marine Armor Training Center. There are 19 major systems in this Marine Armored Personnel Carrier and over 25,000 moving parts. In the next 8 months, you will learn all of them. When you're done here, you'll be able to park that vehicle on top of an enemy position and blow the shit out of them. It's my job to get your shit in order. It's your job to shut the fuck up and learn. Sehr motivierende Ansprache. So. Und jetzt, weil wir Spaß haben, werden wir jetzt diese ganze Basis noch zerstören. Aber ich will zuerst noch kurz ein Upgrade holen. Wenn ich genug Geld dafür habe. Wo ist es? Wo ist es? Ich glaube hier. Genau hier. Ach, das habe ich? Den hier will ich. Bams! Purchase! Ja, das wäre auch geil, aber das habe ich jetzt gar nicht. So, und stehen wir irgendwo, wo viele Gegner sind, damit wir möglichst viele gleichzeitig putt machen. Und ich könnte jetzt einfach hier rauslaufen und dann wäre alles cool, aber dann wird das ganze Spiel ja keinen Spaß machen. Ne? Bam! So, beginnt der Spaß, ja! Hm? Base are locked down during an alert. Kill or allure the military. Ja, jetzt müssen wir einfach alles töten, was hier drin ist, oder wir kommen hier nie mehr raus. Ihr Dreckigen! Geht sterben! Komm, du stirbst jetzt! Das können wir übrigens auch. Scheiße. Und jetzt heilen wir uns mal kurz eben. Ach, ich hasse diese Raketenwerfer. Jetzt machen wir es auf die subtile Methode. Jetzt sind ja keine Hunter hier, jetzt ist alles easy. Jetzt sind nur noch so wenige, das interessiert eigentlich keinen. Da stehen noch welche.
So, den noch etwas zerstückeln und den hier. Jetzt einfach, weil wir es können. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Huzza, bam! Huzza, bam! Mit E ging es auch noch irgendwie. Ah, Dreck. Ah, das ist übrigens einer meiner Lieblingsmoves. Mal schauen, ob wir hier auch die Fässer so in die... Ah, du dummer Trottel. Du sollst hier... Alter, bist du dumm, oder was? So. Und das war ein Lag. Kurze Pause, bis gleich. So, und weiter geht's, nachdem wir gerade diese Basis hier infiltriert haben. Werden wir jetzt natürlich als Soldat verkleidet hier wieder rausgehen. Das Witzige ist, hier draußen hat kein einziger gecheckt, was drin passiert ist. Es sei denn, ich wäre jetzt normal als Alex Mercer hier rausgekommen. Dann hätten die alle ein dickes Problem. Oh, sorry, Kumpel. So, und jetzt können wir in den Panzer steigen, weil wir das gelernt haben. Von diesem Typen, den wir absorbiert haben. Und so stylisch steigt natürlich jeder Soldat ein. Und jetzt können wir Panzer fahren. Jetzt können wir Panzer fahren, Baby. Was zur Hölle? Eine seltsame Steuerung. Geht mir aus dem Weg. Weg da. Weg da. Geht mir alle aus dem Weg. Ich habe unendlich Munition. Yay. Ihr seid alle im Weg, verdammt. Mein Gott, weg da. Einfach mal gekonnt rüberfahren. Mein Gott, die sehen... Ey, ist das eine... Fuck. Ist das eine dämliche Steuerung, ey. Wo muss ich denn hin? Nein, ich... die Karte, ich bin jetzt hier und ich muss da. Das heißt, die Straße hoch und dann runter, okay. Mann, was sind das für dumme Zivilisten? Die stellen sich mir einfach in den Weg. Die haben es nicht anders verdient. Irgendwie habe ich gar was verbockt. Weg da, Fahrzeuge. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da.